Nebel auf dem Rhein und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Champions im World 4, der Danny spielt das. Willkommen im Betriebswerk von Duisburg. Nehmen Sie diesen Zug in Duisburg Hauptbahnhof in den Betrieb und fahren Sie dann auf die S-Bahn-Strecke Richtung Westen bis nach Essen. Ja, das ist heute unser Job. Stecken Sie den Richtungswender ein. Fahrgastraumbeleuchtung ein. Stellen Sie die Federspeicherbremse auf Lösen. Und dann sollen wir losfahren. Das machen wir. Vorher haben wir aber noch Rot. Und abgelehnt. Warum auch immer. Jetzt dürfen wir. Wir haben aber noch was vergessen. Haben wir noch was vergessen. Und zwar was ganz Wichtiges. So, jetzt dürfen wir. So, 45 dürfen wir nicht überschreiten. Auch nicht. Was ist das denn für ein Blödsinn? Was sind das denn? Warum sind die Lichter? So, da wären wir. Die Spurg. Die Türen. So, das müssen wir aber auch noch ändern. Und Fernlicht müssen wir auch ändern. Das haben wir nämlich. Auch wenn wir wirklich nicht mehr Nebel. So. Haben wir hier irgendwie. Den Zugzielanzeiger ändern. Anscheinend nicht. Das ist natürlich blöde, finde ich, ehrlich gesagt. Oh ja, ist dann wohl halt so. So, nächste Station, Mülheim-Stürum. Hat das den 500 Hertz Magnet deaktivieren, wo wir beschleunigen können. So, beschleunigen. Richtig.
respektive gleich 80. Dieses Szenario stammt aus dem Eisenbahngeführten Erlebnis oder geführten Eisenbahnerlebnis, und so heißt das. Wobei sich der, glaube ich, auch nicht mehr wirklich lohnt, aber machen wir es mal. Leicht im Verzug mit unserem Zug. Leicht im Verzug mit unserem Zug. Das ist auch wieder so eine Redewendung. Naja. Wären wir in Mülheim. So. Eine Minute Verspätung, stimmt sogar. Also die sind hier ziemlich real und ziemlich exakt, muss man wirklich sagen. Finde ich richtig gut, dass das so auch hier gezeigt wird, dass wir wirklich uns eine Minute in Verspätung befinden. Nächste Station, Mülheim Ruhr. Steht da gar nichts mehr. So, sind wir gleich schon da.
gesagt, leicht verspätet. Dort auch wieder eine Minute verspätet stehen. Genau. So, es kommt noch Essen Frohnhausen. Essen, ihr könnt euch das selber überlegen, was das sein kann. Wie das hier heißen könnte. Was könnte das sein? Nächste Station, Mülheim Ruhr Hauptbahnhof. Hä? Nee, mir passt doch jetzt hier voll und gar nicht. Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Was? Nicht durch, aber egal, lassen wir das. Mir Mülheim. Irgendwie waren wir jetzt gefühlt schon dreimal in Mülheim, aber egal. Essen West. Naja, egal, jetzt kommt Essen Frohnhausen auf jeden Fall.
So, der Nebel lässt nicht nach, also es ist nach wie vor sehr, sehr neblig im Ruhrgebiet. Ich kann mir nicht helfen, hatten wir jetzt nicht zweimal, dreimal Mühlein? Egal. Auf jeden Fall sind wir jetzt gleich in Essen West. Essen Kronhausen, danach kommt Essen West, dann kommt noch ein Essen und dann kommt Essen Hauptbahnhof. Da wären wir. Onkenstraße. Wir drücken rechts die Türen auf. Essen Frohnhausen. Jetzt haben wir schon 2 Minuten Verspätung, obwohl es nur 1 Minute ist. Aber ich glaube, sobald man über diese ja, 6:32 drüber ist, nimmt das als 2 Minuten an. Oder wann wir wieder losfahren. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der das zählt. Nächste Station Essen West. Und war auch sofort. Links. Das zeigt er jetzt an. Wieder 2 Minuten. Nächste Station Essen Hauptbahnhof. Upsala.
Hat schon den ersten Unfall aufgrund des Nebels gegeben, könnte ich mir vorstellen. So, auf geht's. Endstation Essen Hauptbahnhof. Zu schnell können wir jetzt nicht fahren, weil wir gleich 60 haben, dann 40. Hier eine schöne alte kleine Holzhütte, wunderbar. Und hier ist das Depot, beziehungsweise der, ja, ihr wisst Bescheid, ne? Gleich 40. Fahren wir in den Hauptbahnhof rein. Gleich 7 dürfte das sein. Da wo der RE14 immer drin fährt. Oder abfährt. So, dann öffnen wir die Türen. Das dürfte jetzt Gleis 7 sein. Ne, Gleis 8. Genau, Gleis 8. Steht normalerweise immer der RE14 und fährt nach Borken ab, unter anderem. Genau, das ist genau das Gleis, wo immer der RE14 abfährt. Sind wir wieder eine Minute verspätet, obwohl wir, naja, egal. Danke für das Abschließen dieser Fahrt, lassen Sie uns sehen, wie Sie abgeschnitten haben. Ja, ich hoffe einigermaßen gut. Aufgrund der Verspätung könnte ich mir vorstellen, dass wir da Abzüge kriegen. Bitte achten Sie darauf, Ihre. Ach, Gold ist doch was. So. 24 Minuten habe ich für das Ganze gebraucht. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt noch ein schönes Wochenende, einen schönen Samstag. Passt auf euch auf. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Daddy spielt das. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss.